Borussia, BB2K Airsoft Channel. Ja, Schutzbrille ist auf, es ist dunkel und es muss auch dunkel sein, denn ich habe für euch die brandneuen Produkte von der Firma Acetech. Yeah. Und zwar den kleinen und feinen Brighter C und dazu den Brighter C mit den neuen Predator Mark II Suppressor. Das Teil sieht so aus und lässt sich so einfach montieren. Ja, und ich würde sagen, bevor ich zu viel erzähle, let's rock and roll. Lass uns heute etwas rumtracern. Yeah! Licht ist an, da bin ich wieder. Ja, und Licht ist jetzt wichtig. Obwohl wir Tracer heute als Thema haben, müssen wir auch genau sehen, was der Bruce hier wieder auf seinem Tisch hat. Ich habe richtig coolen Stuff von der Firma Acetech bekommen. Die bringen ja wirklich jedes Jahr irgendwas Innovatives auf den Markt und auch dieses Jahr haben sie wieder was rausgehauen und so kurz vor 2020 habe ich es jetzt bei mir auf dem Tisch. Freue mich richtig darüber, denn ja, Innovation total. Fangen wir erstmal an mit dem, was ich hier bekommen habe. Ihr habt es ja so teilweise im Intro schon gesehen. Einmal hier dieses Schnuckelchen, den Brighter C. Ein ganz kleiner, kompakter Tracer, der sowohl an Pistolen als auch Gewehren passt. Ja, so gut wie gar nichts wiegt, so um die 30 Gramm, aber eine Leistung vom Feinsten hat. Ihr habt es ja selber gesehen im Intro. Halt, so richtig gesehen habt ihr den Brighter C nicht, denn was ihr gesehen habt so im Dunkeln, war dieses Monster hier. Und ein richtig schweres Monster. Das ist die Neuentwicklung von Predator R, und zwar der Predator Mark II. Besteht hier aus Stahl und Aluminium, hat ein ordentliches Gewicht und das Coole an diesem Suppressor ist, der beinhaltet hier auch den Brighter C. Ihr könnt ihn also als Suppressor so benutzen und wenn ihr wollt, macht ihr den Brighter C rein und dann habt ihr sogar einen Tracer mit an Bord. Das gute Stück kostet ja, jetzt ist es ein bisschen schwer, jetzt was über Preise zu sagen. Ist noch nicht irgendwo in Deutschland erhältlich, auch nicht im Amazon-Shop in Deutschland. In UK habe ich ihn auch nicht gesehen. Bei Acetech selber kostet er 109 US-Dollar. Wird mit DHL versandt. Der Brighter C kostet 72 Dollar. Ja, sobald ich irgendwas habe, irgendeine Möglichkeit, dass ihr euch den kaufen könnt, packe ich euch das in die Videobeschreibung rein. Ja, zum Lieferumfang, zum Brighter C gehört natürlich dieser Karton hier. Dann haben wir eine Anleitung in mehreren Sprachen. Dann gibt es dazu ein Ladekabel, eine Ersatzendkappe und hier nochmal ein Sechskantschlüssel für das Montieren bzw. Losschrauben von diesem 11 mm Adapter, der ebenfalls schon hier am Tracer mit montiert ist. Beim Predator Mark II ist ebenfalls ein USB-Ladekabel mit dabei, auch ein Sechskantschlüssel und hier auch nochmal im Inneren hier dieser Adapter von 14 mm auf 11 mm und natürlich auch nochmal eine Anleitung in mehreren Sprachen. Kommen wir zu den technischen Daten von dem Brighter C Tracer. Das blende ich euch hier auch nochmal in Textform ein. Haben wir hier einen kleinen und feinen Tracer mit einer Gesamtlänge von 57 mm und einem Durchmesser von 28 mm mit einem ja, leichten Gewicht von nur 32 Gramm. Der Tracer an sich hat IP64 Standard, das heißt, er ist staub- und auch spritzwasser geschützt. Heißt also, im Regen könnt ihr hier mit dem Tracer ohne Probleme spielen, sodass ihr keine Sorgen haben müsst, dass der hier kaputt geht. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft ihn natürlich nicht in eine Pfütze fallen lassen oder etwas untertauchen. Das verkraftet der Tracer hier nicht. Im Inneren ist ein Akku verbaut, der voll aufgeladen so ungefähr bis zu 20.000 Schuss aushält. Und das heißt auch für euch, ihr könnt locker ein Nachtgame mit dem Tracer hier durchziehen, sogar in Full Auto. Das Teil hält hier wirklich einen ganzen Tag bzw. eine ganze Nacht. Wir haben hier schon an Bord einen Adapter, einmal hier den 11 mm positiv auf 14 mm negativ Adapter. Jetzt ist zurzeit hier der 11 mm positiv verbaut. Das heißt, ihr könnt hier Airsoft Pistolen mit einem Innengewinde damit beglücken. Ich schraube das mal hier an diesen DP17 an. Der Deadpool Glock, dann sieht das so aus. Ihr schraubt den Adapter ab. Dann haben wir jetzt 14 mm Negativgewinde und das könnt ihr zum Beispiel hier an der USW anschrauben. Und
Und dann sieht das so aus. Kommen wir zu den Details und Funktionen und der ersten großen Frage: Wie schaltet man den Tracer hier an? Man sieht hier keinen Kippschalter, keinen Knopf, nix. Und das ist das erste Innovative, was sich Acetech hat einfallen lassen hier mit dem Brighter C. Der Tracer wird durch Schütteln angeschaltet. Und dabei reicht es nicht, wenn ich hier so ein bisschen bewege. Da passiert hier nichts. Ich muss richtig doll einmal gegenhämmern. Dann fängt er an zu blinken. Seht ihr, jetzt ist der Tracer einsatzbereit und kann die BBs empfangen. Ich hau hier mal eine rein. So, seht ihr. Und schon leuchtet das Ganze hier ab. Ist also eine richtig coole Sache. Zum Ausschalten, ja, reicht hier auch kein Schütteln. Das ist jetzt das Spacige an der ganzen Geschichte. Und zwar braucht er jetzt einen kleinen, langen Stab. Den führt er jetzt einfach in den Tracer ein. So, und dann wird das Ganze durch Piepen signalisiert. Und zwar fünfmal kommt jetzt so ein Dreifachpiep. Und wenn das durch ist, schaltet sich der Tracer komplett ab. Das seht ihr dann auch, dann geht dann nachher auch die LED aus, so wie jetzt in dem Fall. Ich stecke das jetzt ab. Und jetzt ist der Tracer aus und kann wieder sicher verwahrt werden. Acetech empfiehlt euch dennoch, alle 2 Monate mal zu prüfen, den Akkustand, damit der Akku sich nicht komplett entlädt und ihr dadurch kürzer eine Freude habt mit dem Tracer. Ja, gucken wir uns mal an, wie man den Akku auflädt. Dazu habt ihr hier diese Endkappe, die schraubt ihr einfach ab. Ja. Und zwar habt ihr hier einen USB-Ladeport. Da steckt ihr jetzt euer Kabel hinein und dann werdet ihr sehen, dass hier gleich eine Kontroll-LED angeht. Und zwar leuchtet, pulsiert es jetzt bei mir grün, das heißt, ich bin schon im Endbereich des Aufladens. Wenn der Akku leer ist, dann pulsiert es zunächst rot, geht dann in orange und dann in grün. Und wie gesagt, grün ist für euch das Zeichen, dass hier fast der Ladevorgang beendet ist. Wenn dieser beendet ist, dann geht die grüne LED aus und dann habt ihr volle Power Akku. Kommen wir nun zum Predator Mark II. Und das muss ich ehrlich sagen, ist mein persönliches Highlight, denn es kombiniert einen richtig coolen Suppressor. Vom optischen her sieht das genial aus. Und wir haben im Inneren einen Tracer, den Brighter C, schon bereits verbaut. Also wenn man legt, 109 US-Dollar zu 72 US-Dollar, bekommt ihr hier noch diesen Suppressor mit dazu, mit einem richtig coolen Feature. Das zeige ich euch gleich. Kommen wir erstmal hier zu diesem Brocken. Und das ist wirklich ein wahrer Brocken. Der hat ein Gewicht mit dem Brighter C von 310 Gramm. Besteht aus Stahl und Aluminium, ist absolut solide gefertigt. Hat eine Gesamtlänge von 130 mm und einen Durchmesser von ca. 43 mm. Haben wir hier im Vorderbereich dieses graue, gelochte Muster hier mit den Markings Predator Mark II bei Acetech, Kaliber 5,5 mm, made in Taiwan. Okay, made in Taiwan hätte man vielleicht weglassen können. Sieht aber richtig genial aus. Auch hier die Front, sehr, sehr gelungenes Design. Und hier im Hintergrund haben wir den Schnellverschluss. Und zwar, wenn ich jetzt den Hebel hier nach hinten ziehe, kann ich das extra, den Bonbon sozusagen hier mit freigeben, der mit im Lieferumfang enthalten, und zwar diese Mündungsfeuerbremse, ebenfalls aus soliden Stahl gefertigt. Mit 14 mm Negativgewinde und einer Madenschraube zur Fixierung an eurer Primärwaffe habt ihr sozusagen den Vorteil, ihr könnt ganz schnell zum Tracer wechseln und wieder zurück, ohne hier vorher den alten Mündungsfeuerbremse abzuschrauben oder was ich was, habt ihr immer alles richtig cool am Start. Und zum Ranbauen auch genau das gleiche, nach hinten ziehen, reindrücken, vorne schnalzen lassen und das Ganze hält. Zeige ich euch gleich hier auch an einer Airsoft. So, gucken wir uns den Brighter C an. Dazu müsst ihr hier diese Endkappe abschrauben. So. Und hier ist er drin verbaut. Einfach rausziehen. Und ihr kennt das gute Stück, hatte ich euch ja vorhin gezeigt. So sieht er aus. Wir haben hier nur eine andere Endkappe. Die besteht hier aus Aluminium, könnt natürlich auch, ist im Lieferumfang ja auch enthalten, die andere Kappe mit drauf machen und auch das 11 mm Adaptergewinde. So könnt ihr den Brighter C natürlich auch an Pistolen verwenden. Ihr habt sozusagen jetzt 2 Sachen auf einmal in einem Paket und da finde ich die 106
US-Dollar eigentlich gar nicht mal so teuer. Ja, zum Einbauen genau das gleiche, einfach hier wieder reinschieben. Und das Tolle ist, wenn ihr das hier nicht wollt, könnt ihr das auch abmachen und auch so befestigen. Dann sieht der Suppressor so aus. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mal zeige, wie der Predator MK2 auf einer montierten Airsoft aussieht. Und da habe ich mir mein neuestes Schmuckstück mal ausgesucht. Und zwar meine neueste Errungenschaft, die GAK Daniel Defense MK18. Und auf diesem Airsoft-Gewehr macht sich der Predator Mark II richtig genial. Ihr seht, ich habe hier schon die Mündungsfeuerbremse montiert. Anbau, richtig schnell, Schnellverschluss nach vorne schieben, aufsetzen, einrasten lassen und so sieht das Ganze jetzt mit dem montierten Predator aus und ich finde eine absolut coole Optik. Ja, lassen wir uns gleich mal ein paar Babys durchreißen, mal gucken, wie das aussieht. Richtig genial, zum Abziehen wieder drauf und dann habt ihr den Suppressor bzw. den Tracer ab und könnt jetzt ganz normal auch so weiterspielen. Ich finde es eine absolut gute Kombi. Oder nochmal auf meine Chris Vector, habt ihr im Intro gesehen, macht das auch eine ganz coole Optik, so sieht das aus. Hauen wir auch nochmal ein paar Schuss raus. Full Auto. Richtig genial. Schauen wir uns den Brighter C noch mal so an. Ich habe ihn jetzt mal montiert auf meiner ASG USW A1. Macht auch eine richtig coole Optik. Passt einfach zum Gesamtbild. Hauen wir da auch noch mal ein paar Schuss raus und gucken mal, wie das Ganze damit aussieht. Und zum Schluss nochmal montiert auf meiner Deadpool Glock 17 macht sich der Tracer hier auch richtig gut. Hier habe ich den 11mm Adapter verwendet, weil wir hier einen Innengewinde haben am Outer Barrel und ja, funktioniert natürlich auch bombig mit der Deadpool. Ich habe den Tisch jetzt mal ein bisschen dekoriert, das heißt wir kommen jetzt endlich zum Fazit und der Kaufempfehlung. Ja, Brighter C, wieder für mich persönlich ein innovatives Produkt von der Firma Acetech. Auch gerade in der Kombination hier mit dem Predator Mark II ein richtig schönes Modell, wo man halt, finde ich, den Vorteil hat, was immer so ein bisschen nervig ist, man ist im Airsoft-Spiel und möchte dann abends wechseln zum Tracer, muss man immer erst die Mündungsfeuerbremse abschrauben von dem alten Gerät, dann den Tracer rausschrauben. Das haben wir jetzt hier mit dem Predator Mark II nicht, denn wir haben jetzt alles an Bord. Also wir können hier abmachen, ranmachen und dann sofort wieder spielen. Absolut genial, finde ich, hat Acetech richtig schön gemacht. Absolut cool. Und das Ganze für 109 US-Dollar. Wie es denn nachher in Deutschland aussieht, keine Ahnung. Ja, und natürlich auch auf Pistolen sieht das Teil richtig gut aus. Und die Leistung von diesem kleinen Tracer, absolut überzeugend, finde ich absolut genial. Preis-Leistung genial. Es gibt unheimlich viele Tracer von Acetech. Falls das noch nicht für euch das Richtige ist, schaut mal in meinen anderen Reviews. Ich verlinke euch dann auch noch mal ein bisschen was dazu, zum Beispiel zu meinem letzten, was ich gemacht habe hier. Den Leiter BT, finde ich, passt jetzt hier zu der USW sogar noch am besten von der Optik. Der hat einen integrierten Chrono an Bord, wo ihr mit euer iPhone das Ganze koppeln könnt und sozusagen den Tracer auch als Chrono verwenden könnt. Finde ich gut, verlinke ich euch. Auch so die anderen Tracer, die Acetech so auf den Markt gehauen hat. Ja, was soll ich sagen? Das war's von mir gewesen. Bruce, BB2K, Airsoft Channel. Dank nochmal an die Firma Acetech, dass ich mir den Brighter C anschauen konnte. Und ich hoffe, ihr habt für euch auch was mitgenommen. Vielleicht ist es was für euch.
dann, ja, wenn ich unten links habe, packe ich sie rein. Ansonsten müsst ihr halt ein bisschen geduldig sein. Da kommt bestimmt früher oder später noch das Passende nach Deutschland, damit ihr zuschlagen könnt. So, Endspruch wie immer. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns zum nächsten Review wieder. Ich denke mal, das ist jetzt hier noch 2020. Daher wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr in 2021. Ich hoffe, dass dieses Corona dann endlich langsam abebbt und wir wieder ins normale Leben zurückkehren könnt. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für euch. Rutscht gut rein, bleibt gesund. 2021 wird das Airsoft-Jahr. Das verspreche ich euch. Macht's gut.